Ich heiße Günther Kalmarik. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte aus meinem Leben. Ich bin Bauarbeiter. Und das war auch mein Vater und mein Vaters Vater. Und wir alle waren und sind, in meinem Fall, stolz auf unseren Beruf. Denn wir schaffen Dinge mit unseren eigenen Händen und lieben es, in den Erneuerungsprozess der Stadt involviert zu sein. Ich interessierte mich schon immer für Naturkunde und zufällig war es anno 1999 so, dass wir am Großprojekt Museumsquartier tätig waren, ich und mein Kumpel Adi mit dem gelben Helm, und er schlug eben vor, das Naturhistorische Museum zu besuchen, das sehr nahe liegt, und wir freuten uns fast wie kleine Kinder auf diesen Besuch. Denn wir wussten, uns würde eine großartige Artenvielfalt erwarten. Und wir wurden nicht enttäuscht, denn wir sahen zahlreiche Insekten, Tiere des Meeres, wie diese Krabben und Muscheln, oder das furchteinflößende Krokodilschnapp. Wir sahen diesen Baumstumpf mit Termitenbefall, Eier der verschiedensten Vogelarten und auch alle Schmetterlinge dieser Welt. Das ist eine große Schlange, dies eine Krabbe. Und dieser Vogel gefiel Adi besonders. Auch Insekten sind wir nicht abgeneigt, und faszinierend, diese straußenähnlichen Vögel, die ausgestorben sind, das ist ein Fisch. Und meine Lieblingssäugetiere, das sind die Zebras. Und ich verweilte wohl einige Minuten bei ihnen. Anhand von übersichtlichen Tafeln wurde die Evolution der Fische erklärt. Und Vögel gab es auch genug anzusehen. Und dann wurde es aber auch schon Zeit, nach Hause zu gehen. Ich ging am Quastenflosser vorbei und kam auch am Schaukasten der Agnaten, der Schädellosen, vorbei. Und dort bemerkte ich am Boden einen merkwürdigen Fleck. Ich untersuchte ihn mit meinen Fingern. Was war das? Schleimig, klebrig, ekelhaft. Was war das? Was war das und wo kam es her? Ich sah mich um, kam es von der Decke? Tatsächlich, da schien irgendein Tröpfelchen. Ich streckte die Hand aus. Da schoss es auf mich hinab. Ich war entsetzt. Es juckte, kribbelte, biss und stach. Ich wurde panisch. Ich hatte so etwas noch nicht erlebt. Ich riss in der Panik ein Taschentuch aus meiner Hosentasche und versuchte es wegzuwischen. Aber es klebte, es verteilte sich direkt. Und dann verlor ich das Bewusstsein, Adi. Wie ist es dann weitergegangen? Ja, mein lieber Günther, das war folgendermaßen. Ich besah mir dann noch einige Vitrinen und da bemerkte ich dich in der Ecke stehend, in einem eigenartigen kataleptischen Zustand. Deine Hand war von Krämpfen geschüttelt, dein Blick war starr und trüb. Ich schüttelte dich, aber es gab keine Reaktion. Du warst wie in einer anderen Welt, du warst von der Realität abgeschottet. Ich gab dir auch sogar liebevolle Klapse, aber das war nichts zu machen. Ich dachte mir, was ist passiert? Ich führte dich hinüber zu einem Schaukasten mit Formaldehydfischen. Aber es war vollkommen sinnlos. Ich überlegte, was konnte geschehen sein? Vielleicht ein Nervenschock, vielleicht ein Kreislaufzusammenbruch? Aber du warst immer kerngesund. Ich meine, ein Bauarbeiter, ein Mann unserer Zunft, muss ja gesund sein. Ich zeigte dir die Papageien, deine Lieblingsvögel. Deine Großmutter hatte ja so ein schönes Tier, Gott hab sie selig. Aber da wurde mir bewusst, dass hier meine Macht endet, dass hier ein Profi ran muss. Langsam, bedächtig, geleitete ich dich die altehrwürdige Treppe hinab, und ich hatte schon
einen ziemlich konkreten Plan, was ich jetzt tun würde. Ich wollte ja auf keinen Fall meinen besten Freund, den Günther, verlieren. Und so näherten wir uns beide beim Museumsquartier einer Telefonzelle. Ich hatte von einem gewissen Dr. Knappel gehört und ich beabsichtigte, Dr. Knappel anzurufen. Knappel GmbH war da verzeichnet im Wiener Telefonbuch. Ich wählte die Nummer und schon hatte ich die Sekretärin Dr. Knappels am Telefon. Ich erklärte ihr, dass im Naturhistorischen Museum etwas Eigenartiges passiert wäre, dass du, mein bester Freund Günther, auf einmal einen Anfall erlitten hättest vor dem Schaukasten der Schädellosen, der Agnaten, und dass der Doktor bitte sofort kommen möge. Treffpunkt wäre in 20 Minuten Museumsquartier, die große Halle. Ich hatte diesen Treffpunkt deshalb vereinbart, weil man ja nie genau wusste. Man musste aufpassen, die Vorarbeiter, die Baubehörde. Und so war der Treffpunkt ein sehr gut gewählter, die zwar verfallene, aber doch helle Halle im Museumsquartier. Ich stellte dich ab in deinem zittrigen Zustand. Und schon kam bald Dr. Knappel mit einem eigenartigen Wägelchen. Dr. Knappel war für sein hohes Alter sehr jung, sehr dynamisch. Er trug eine schicke Sonnenbrille. Ich ging auf Dr. Knappel zu und sagte: Das hier ist mein Freund Günther. Es ist etwas ganz Eigenartiges passiert im Naturhistorischen Museum. Ein Anfall vor der Vitrine der Schädellosen, der Agnaten. Ich demonstrierte die Sache mit den Pupillen. Vom Gesicht auf und ab zu fahren nützte überhaupt nichts. Ich erklärte die Sache ganz genau nochmals. Ich sprach mit dem Doktor auch über mein Entsetzen, über meine große Furcht, dich, Günther, meinen besten Freund, zu verlieren. Und da sprach der Dr. Knappel, er wäre eigentlich ein Freund der Naturheilkunde und es wäre ihm jede schulmedizinische Praxis fremd. Anfangs wusste ich nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich war verwirrt. Konnte das etwas nützen? Ich hatte von Homöopathie gehört, aber ich konnte mir keinen Reim drauf machen. Wie soll etwas helfen, das kleiner ist als ein Atom? Eine Schwingung? Dr. Knappel sprach: Es handelt sich um einen Befall. Einen Befall, sagte ich. Ja, einen Befall. Er wies mich an, den Helm beiseite zu legen und dich zu packen, um dich auf das Wägelchen zu legen. Es handelte sich dabei aber um kein schlichtes Wägelchen, sondern um einen transportablen Orgonzerstäuber aus spezial behandeltem Kiefernholz mit Nieten aus reinem Selen, Achsen aus Platin, geschmückt mit magischer Keilschrift, die wohl seit 3000 Jahren seit den Kelten nicht mehr verwendet wurde. Dann wurdest du in magischen Kreisen mit dem Wägelchen auf und ab gefahren. Und unter der Anweisung Dr. Knappels schrien wir beide lauthals: Befall entweiche! Befall entweiche! Befall entweiche! Befall entweiche! Befall entweiche! Befall entweiche!
und ungefähr da sollte deine Erinnerung zurückkommen. Ja, ich erinnere mich noch sehr deutlich. Ich kam mit einem Husten in diese Welt zurück, dann zog ich euch dicht an mich ran und sagte: Freunde, ich hatte eine Vision. Ich sah die Menschen, wie sie glücklich im Einklang mit der Natur lebten, wie sie wandelten auf saftigen Wiesen, übersät mit bunten Blumen, als wäre ewiger Frühling. Und ich sah auch, wie es nie mehr Krieg gab, wie die Menschen ewig in Frieden lebten, einander die Hände reichten und wie sie Kinder bekamen und glückliche Familien großzogen. Und ich war mir sicher, alles würde so passieren, denn ich hatte es ja mit meinen eigenen Augen gesehen. Und ich sagte ihnen: Geht hinaus, geht, verkündet die Botschaft. Und ich werde hier warten. Und ich wartete. Und alles entsprach der Wahrheit. Ich blieb noch einige Stunden liegen, danach stand ich auf. Ich nahm Adi bei der Hand und gemeinsam gründeten wir ein Königreich, Agnatien. Adi, du wurdest mein Kanzler. Und ich bin so stolz darauf. Es ist ein schönes, freies Land. Und mittlerweile wohnen dort fast 500.000 freie Bürger. Kommen Sie mich doch einmal dort besuchen.